Hi Carsten von den Mobile Geeks hier. Wir haben hier einmal das Asus Padfone 2. Ich soll euch mal im Vergleich zum iPhone 5 zeigen, weil wir haben hier 4,7 Zoll und hier haben wir halt 4 Zoll. Dass ihr das einmal so seht, so im Größenvergleich. Und einmal. Man braucht nicht viel erzählen. Wir haben hier bei diesem Gerät natürlich noch NFC dabei. Wir haben hier Quad-Core, ist ein A15 von Qualcomm mit drin. 2 GB RAM, dann kommt das iPhone natürlich nicht mit. Und auch so vom Display würde ich sagen, naja, ich habe das ein bisschen dunkel gestellt. Hier haben wir halt ein IPS Plus Display. Ja, das war so der grobe Vergleich. Einmal noch von hinten. Ja, und natürlich habt ihr beim iPhone nur noch 8 Megapixel, dann habt ihr gleich 13 Megapixel. Das heißt, ihr werdet auch bis zu 60 Frames bei 720p aufnehmen können. Die Geräte werden noch mit ICS ausgeliefert, bekommen aber noch dieses Jahr, es kommt irgendwie im Dezember auf den Markt, ein Upgrade auf Jelly Bean und es liegt bei 799 Euro für die 32 GB Variante inklusive Dock und bei 899 Euro für die 64 GB Variante inklusive der 10-1er Dock, wie wir dort sehen. Ja. Das war's erstmal, das war der Carsten von den Mobile Geeks. Wir haben hier das Padfone 2 im Vergleich zum iPhone 5.